Herzlich willkommen zur 38. Lektion von unserem Online-Training Neukunden gewinnen und verkaufen mit dem Internet. Heute geht es um einen weiteren Hauptfehler, den viele Webseitenbetreiber machen, dass sie ihre Webseiten live stellen ins Internet und über Monate und Jahre nichts verändern. Gehässige Frage, wann haben Sie auf Ihrer Homepage das letzte Mal einen Teil verändert, die Headline, die Gestaltung, die Nutzenargumente, die Bilder? Und getestet, ob Sie mehr Konvertierung erreichen, Fragezeichen. Und dazu wollen wir Ihnen heute zeigen, wie einfach Sie Google Analytics, ein kostenloser Service von Google, auf Ihre Webseiten integrieren, von der Landingpage über die Verkaufsseite bis zu Ihren Blogseiten, wenn Sie wollen. Und Sie können dann genau sehen, wie viele Besucher hatte ich auf der Webseite und wie viele von diesen Besuchern haben eine Zielseite erreicht, wo kommen die her, über welche Suchworte, was haben die für eine Bildschirmauflösung, welchen Browser benutzen die und, und. Und genau das ist wichtig, dass Sie Ihre Besucher kennenlernen, genauer kennenlernen und wissen, was die umtreibt, über welche Suchworte sie kommen etc. Das ist so leicht wie Copy und Paste, weil Sie einfach nur einen kleinen Code-Schnipsel in Ihre Zielseite hineinkopieren müssen. Und genau das wollen wir Ihnen in dieser Woche zeigen. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß dabei. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Ihr Feedback. Das war übrigens Dirk Michael Lambert. Bis bald. Okay.